bin Wladimir Bolakow, ich bin 34 Jahre alt. 1996 bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen aus Russland. Ja, und jetzt bin ich Schauspieler in diesem Land. Was ich am 26. September mache? Ich wähle. Du auch? Что, если я тебе расскажу, что в сентябре у тебя будет возможность принять решение, которое повлияет на следующие 4 года твоей жизни? Возможно, даже и больше. Речь идет о парламентских выборах в Бундестаг 26 сентября 2021 года. С помощью наших голосов мы решаем, кто нас будет представлять в Бундестаге. Давай посмотрим на самые важные задачи Бундестага. Члены Бундестага, например, принимают и меняют законы. Они одобряют договора с другими государствами и принимают решения касательно госбюджета. Это означает, сколько денег будет расходоваться на те или иные задачи. Депутаты выбирают нашего федерального канцлера. Кроме того, они контролируют наше федеральное правительство. Это означает канцлера и федеральные министерства. В так называемых комитетах депутаты Бундестага постоянно дискутируют на все темы нашей повседневной жизни. Например, как будут развиваться наши города, улучшаться наше жилье, наш рабочий мир, как будет работать система здравоохранения, каким образом мы сможем лучше сохранять окружающую среду и климат, а также обсуждают все темы, связанные с культурой. Поэтому от решения Бундестага зависит твоя и моя повседневная жизнь, то есть наше общее будущее. Дальнейшую информацию ты сможешь также найти на социальных сетях German Dream. Ich bin als Kind mit meiner Familie von Russland nach Deutschland gekommen. Das war gar nicht mal so leicht. Wir hatten anfangs keine eigene Wohnung, konnten die Sprache nicht und mussten uns natürlich erstmal in einem fremden Land zurechtfinden. Trotzdem habe ich schnell gemerkt, dass Deutschland ein Land der Chancen ist. Hier kann ich mich selbst verwirklichen. Ich kann etwas erreichen, aber auch verändern, wenn ich das möchte. Was ganz wichtig ist, wir alle sind Teil dieser Gesellschaft, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte. Wir alle haben das Recht, mitzugestalten und mitzuentscheiden, was in unserem Land passiert und wie wir miteinander leben möchten. Und wenn du und ich im September mitwählen, können wir mit unseren Stimmen unser Deutschland verändern. Denn unsere deutsche Demokratie lebt von genau diesen unterschiedlichen Meinungen. Deiner Stimme, meiner Stimme, unserer Stimmen. Jede Stimme zählt. Ist also nicht einfach ein platter Spruch. Wählen gehen ist nämlich dein einfachster Weg, dich direkt an unserer Demokratie zu beteiligen. Denn die Entscheidung, wer in Deutschland regiert, hängt davon ab, wo du und ich unsere Kreuze setzen. Oft geht eine Wahl nämlich sehr eng aus und dann kommt es auf jede einzelne Stimme an. Wenn du also nicht wählst, lässt du andere Personen für dich entscheiden, wie es weitergehen soll. Je mehr Menschen also wählen gehen, desto besser. Weil mit unseren Stimmen beeinflussen wir, wer als Abgeordneter oder Abgeordnete in den Bundestag kommt und was die nächsten 4 Jahre passiert. Und das Tolle daran, wählen gehen ist gar nicht so kompliziert. Wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und mindestens 18 Jahre alt bist, bekommst du deine Wahlbenachrichtigung per Brief. In dem Brief steht dann, zu welchem Wahllokal du am 26. September gehen kannst und was du mitbringen musst. Natürlich kannst du aber auch ganz bequem die Briefwahl beantragen. Hauptsache, du gehst wählen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber wen soll ich denn jetzt überhaupt wählen? Verständlich? Deswegen kleiner Tipp von mir. Überlege dir, welche Themen dir besonders wichtig sind und welche Person oder welche Partei sich dafür stark macht. Was mir zum Beispiel hilft, ich tausche mich mit meinen Freunden über die Wahlen aus oder informiere mich bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Подпишись на German Dream Facebook или Instagram. Там мы беседуем с замечательными людьми с миграционными корнями о федеральных выборах в Бундестаг 2021 года. Прими участие и расскажи нам твою личную историю о выборах. Что я буду делать 26 сентября 2021 года? Я буду голосовать. А ты?